So Leute, damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play The Last of Us. Ich bin es, euer der MC Muffix und ihr merkt schon, wir sind im Feuergefecht hier gerade mit einem Sniper. Der hockt da irgendwo in seiner Wohnung da hinten. Okay, wir wissen, dass er an dem Fetzer ist, aber mehr wissen wir auch nicht. Ja, im letzten Part haben wir uns ein wenig umgeschaut. Ah, da. Daher, wir haben die Spiegelung gesehen. Ich habe Angst. Und wir versuchen jetzt irgendwie an den heranzukommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir müssten den irgendwie anlocken am besten, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie. Ich könnte mal mit dem Ziegelstein versuchen. So. Oh. Hui. What the fuck? Wo kommst du denn her? Au. Super, jetzt kann nämlich schon in Häusern hier töten. Was für eine Scheiße. Naja, an den hier ranzukommen, fällt uns irgendwie nicht so leicht. Das merkt man, glaube ich. Nein, Joel, geh doch da. So, super, erstmal gleich mit dem Medikit wiederherstellen. Super. Jetzt können wir erstmal wieder eins zusammenbauen und gleich noch eins zusammenbauen. Oh Leute, ich wette, in diesem Part werde ich mich so mit meinen Ressourcen verscherzen und dann erstmal sterben. So, aber das will ich. Super, wegen den beiden popligen Sachen bin ich jetzt hier echt hochgegangen und habe jetzt ein Medikit eingesetzt. Das war irgendwie schwachsinnig. Naja, so bin ich halt, schwachsinnig. Okay, so, die Frage ist, er schießt doch durch die Tür, oder? Das heißt, wenn wir durch die Tür gehen, ist das Selbstmord. So. Werfen wir ein Bild um. Ey, aber warum greifen die uns an? Also, sie haben mir gesagt, warum seid ihr hier? Wir wollen doch hier nur durch. Ja, versteckt euch da drin. Hilft auch nichts, ja. Von wegen. Ich will doch hier einfach nur durch. Ich will keinem was Böses. Aber wenn ihr mir was Böses wollt, dann tue ich euch noch was wie Böses an. So, nehmen wir mal die Stange hier. Ab! Verdammt, da ist das Auto ja schon zu Ende. So. Dann einen gewagten Vorstoß. Oh, ich hoffe. Oh, verdammt, das ist ja Holz! Oh, wie stabiles Holz in diesem Spiel. Oh. Okay, er ist in dem Haus hier, oder? Ist er in dem? In dem rechten oder in dem mittleren? Warte mal. Ich glaube, er ist in dem. Ah, ja, ist der links. So, ja, du kannst das sehen. Das ist ja schön für dich. So, das war ein sehr kritischer Treffer. Ich habe Angst, dass in den Häusern jetzt noch irgendwelche Typen sind. Wir sind da ein bisschen auch. Also, ich bin ein bisschen blöd auch gelaufen, fällt mir jetzt auf. So, einfach versuchen, hier irgendwie durchzupirschen. Scheiße. Oh. Super. Erstmal wieder Medikit benutzen. Oh nee. Ey, das läuft gerade gar nicht so gut. Ey, immer beschwere ich mich, dass ich zu viele Ressourcen habe. Wo sind jetzt diese zu vielen Ressourcen immer? So, jetzt du kannst mich nicht sehen. Ich bin in einem Haus und das ist eine Wand. Die ist dicker als dein blöder Kopf. Also wir wissen nicht, wer das ist. Wir wissen nicht, warum der uns angreift. Wir wissen nur, dass er uns angreift. Und das ist schon mal Grund genug für uns, den hier erstmal zu töten. So. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz in einem Haus hier um und was? Zu dem verbunden. Jetzt. Ist da jemand? Scheiße. Hau ihn doch! Du hast ein Drecksrohr! So. Habe ich den gerade mit einem Schuss in den Kopf getötet? Sehr cool. So. Jetzt benutzt man hier wieder die Brechstange. Und damit ist die Brechstange weg. Ey, warum kann hier nicht gefälligst irgendwie Ellie oder so rumlaufen und mir mal helfen? So, der ist in dem Haus. Jetzt. Hau ihn doch, du hast doch. Jetzt. Oh! Wie schlecht ist der eigentlich? So. Okay, das hat sehr weh getan. Und jetzt habe ich. Ah, jetzt habe ich keine Stange mehr. Das ist ganz und gar nicht gut. Das ist weniger als gut. Das ist, ich würde es einfach mal ehrlich gesagt, Rauschein Scheiße. Und ich habe jetzt Angst, dass er noch mehr Freunde hier hat. So, da hoch erstmal. Oh nein. Wow!
cool, Mann. Immer mit der Ruhe. Ich bin immer cool, du Sack. Nee, ich hätte mir auch in den Kopf stehen sollen, ganz ehrlich. Ein Assi. Ey, der, ich glaube, der hat hier geschlafen oder so. Da packt er mich ja auf einmal von hinten. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich könnte mal versuchen, mit dem Jagdgewehr ein bisschen, vielleicht irgendwie ein paar Schüsse auf die... Oh, da ist er in dem Haus. Verdammt. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkommen soll. Leute. Geiler Kampf, aber harter Kampf. So, kann ich für vielleicht ein paar Leute erspähen immerhin? So, nee, kann ich nicht. Die Frage ist, wie wir das machen. Hey, wir müssen jetzt hier rüberlaufen. Oh, sehr knapp. Da kommt der nächste Sacken. So. Wenn die jetzt hier vorkommen, dann haben wir ein ganz großes Problem. Ja, das habe ich mir gedacht. Das machen die natürlich. So. Der mit seinem scheiß Sniper. Ich weiß, dass da links, dass da rechts auch einer ist. Das ist gerade das Problem einfach nur. So, der ist weg. Warum ist der nicht weg? Das war doch ein astraler Headshot. So, wo sind sie? Komm, jeder Schuss zählt. Da darf man nicht daneben schießen. Oh, geil, ein Schuss. Da ist noch ein Typi. Den habe ich doch gerade in den Kopf geschossen. So. Jetzt sollte aber gefälligst mal weg sein. Ja, und da liegt natürlich noch einer. Okay, Leute. Jetzt sehe ich langsam schwarz. Außer natürlich. Das hätte ich eigentlich gerade machen müssen. Das wäre irgendwie voll schlau gewesen. So. Willst du nicht explodieren? Dann eben nicht! Da verschwende ich eben meine guten Dinger und für gar nichts. Super. Oh, Leute. Scheiße, ich bin tot. Oh, ich bin noch gar nicht tot. Super. Gut, dann heißt es erstmal wieder heilen. Ich glaube, ich mache das voll schlecht, aber ich komme durch. Ich komme da durch. Kann ich das jetzt mitnehmen oder habe ich... Ja, bin ich. Was willst du dagegen tun? Hä? Wo ist der? Da ist der. So, Lauf! Hui! Ey, wir könnten auch einfach mal hier meine Teamkollegen, könnten mir auch ein bisschen hier Unterstützung einfach mal geben. Aber nee, natürlich nicht. Ich bin doch nicht in dem verbrannten Haus. Nie und nimmer. So, der Typ ist da. Wenn ich da jetzt rausgehe, kann er mich hier abschießen? Ja, kann er. So. Willst du echt auf mich schießen? Klar. Er schießt dich einfach tot. Ganz ehrlich. Ich habe so einen Kumpel im Arm und er schießt einfach weiter. Ja, klar, Mann. Warum denn nicht? Ich bin's ja nur, der Maxi. Stört ja keinen, gell? Assi. So, jetzt weiß ich immer, dass da oben ein Typ ist. So, jetzt habe ich mir mein Rohr. Und das Rohr hat wehgetan. So. Und dann sein Dickschell ist das kaputt gegangen. So, man lernt nur durch Fehler. Und das war gerade ein sehr großer Fehler. Und gerade hat er doch eine Brechstange gehabt. Warum hat er jetzt... Jetzt hat er gar keine Ressourcen übrig gelassen. Ey, das ist ja so klar. So klar. Hui. So. Ja, die müssen wir jetzt wieder so ausschalten. Also ich versuch's immerhin so. Für was haben wir diese blöde Zielfernrohr immer noch uns draufgeklatscht? So. Ich sehe den immer noch nicht genau, den Sniper. Ja, okay, ein bisschen. Bam! Schöner Headshot. So. Ich warte mal, bis sie sich positioniert haben. Weil es sind jetzt zwei. Ja, ich würde sagen, auf ein... Nee, warte. Ja, es sind zwei. Und wenn die alle beide dahin laufen, das wäre ideal. So, komm. Willst du nicht explodieren? Warum explodiert dieser Scheiß nicht? Da geht doch. Super, super, super. Super kleiner Pupa. Wir können ja... unser Pumpgun bringt uns eigentlich nicht so viel. Okay, mit der Armbrust zu schießen ist auch schwachsinnig. Ich frage es gerade nur, da ist doch noch einer, gell? Scheiße!
Warum muss der mich genau anschießen, wenn ich schieße? So. Das war irgendwo in den Hals. Das muss ihm eindeutig nicht so weh getan hat, dass er stirbt. So, wie laufen wir jetzt am besten? Entweder, also links lauf zu laufen ist Selbstmord. Rechts eigentlich auch. Jetzt, jetzt komm! Ehrlich, Mann! Das war jetzt, ja, schön. Ja, natürlich, Hedgehog, gell, ganz klar, ganz klar. Kann er nur den Kopf schießen, der Typ hier. Boah, ey, der nervt mich, dieser blöde Sniper. Ehrlich, der nervt mich jetzt schon ein wenig sehr. So, komm her. So, gar keinen Bock mit dir zu spielen, mein Freund. So, dann stellen wir uns jetzt erstmal hier das her. Dann legen wir los. So, jetzt machen wir es nochmal auf die gleiche Art und diesmal sterbe ich einfach nicht. Das ist jetzt einfach der Plan. So, aber es lief eigentlich echt super. Muss man schon sagen, das war echt gut bis, alles gemacht. Bisher einfach auf den letzten Schritt. Da muss ich noch ein bisschen dran fallen. So, den würde ich sagen, töten wir wieder mit. Ist da einer? Ja, da ist einer. So. Ah, wenn es Jakob mir auch nur so wenig Munition immer hat, das ist ein bisschen nervig. So. Warten wir wieder, bis die zwei sich da positioniert haben und werfen das Ding vorher. Bitte explodier, bitte explodier, bitte explodier. Ja! Na klar, lebt dieser Assi noch. Scheiße, ja, ich hätte ihn jetzt totschießen sollen. So, geh einmal noch kurz aus deiner Decke. So, und das sollte es gewesen sein. Jetzt ist er definitiv down. So, ich würde sagen, wir laufen jetzt schon wieder da links. Lauf, 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 lauf. Oh. Hui, 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 hui. Lauf, 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 lauf. Ey, das ist so Survival-Horror. Ah. Wo ist der? Ey, ganz ehrlich, mir wird hier irgendwas markiert, aber ich sehe nichts. Da ist noch ein Typ, das weiß ich, aber warum? Wie wird da sein? Jetzt sehe ich ihn endlich mal. So. Gehen wir einfach mal um das Haus herum. So, da ist irgendwas, was wir nicht mitnehmen können. Wo ist der Sniper? Ich sehe ihn halt einfach nicht. Ärgerlich. Wenn wir ihn sehen könnten, dann hätten wir auch eine reelle Chance, wirklich den anzugreifen. Aber das tun wir einfach nicht. Der ist wahnsinnig geworden, das ist schön. Jetzt, du Asi, lass mich laufen, lass mich laufen. Oh, scheiße, was? Der hat ja auch ein Sniper-Gewehr. Das haut ja aber auch wirklich übelst rein. So, wo ist der? Wo ist der? Da soll das Gefex rauskommen. Jetzt soll er sich Gefex nicht mehr verstecken. Ist der in dem Haus? Sieht nicht so aus. Hä? Wo ist der? Ich will jetzt nicht mehr vorlaufen. Der wird mir jetzt erstmal dann wieder kräftig die Hucke versohlen. Dieser blöde Sniper! Jetzt ist da unten ein Sniper, da oben ist ein Sniper. Hinter mir kommt wahrscheinlich auch gleich ein Sniper. So, wird er mir jetzt irgendwann mal markiert da. So! Dankeschön! Jetzt sind die Mann alle mal down. Gehen wir mal kurz zu dem hin. Ah, natürlich, natürlich. 100 bewaffnete Leute und kein einziger lässt Munition droppen. Das ist so typisch. So. Jetzt bist du erstmal dran, mein Freund. Jetzt bist du dran. So, auch schon noch fallen? Schauen, wo der ist. Der ist im obersten Stock, das ist klar. Ich habe gerade ein bisschen mehr Angst, dass hier noch ein paar Leute drin sind. Und mich überfallen wollen. So. Okay. Keiner da, keiner da, keiner da. So, die Frage ist, weiß er, dass wir in dem Haus sind? Ja, ich schätze mal schon, aber naja. Das wird ihm jetzt auch noch nicht mehr helfen. Puh, so. Ist da eine Falle? Ist da ein. Da, nee, da ist keine Falle. Hä? Huh? Keiner da? Okay. Keiner da. Doch, 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 da. Hä? Er ist weg. Nein! Nein, 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 nein. Du wirst jetzt bestraft, du blöder Jäger. Du wirst bestraft jetzt. Oh, scheiße. Da kommt die Kavallerie. Das sind unsere Freunde, auf die sollten wir nicht schießen. So, komm, 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 komm. Geh aus deiner Deckung. Oder geh nicht aus deiner Deckung. Kacke!
Scheiße. Oh, ich bin der übelst schlechteste Sniper der Welt. Ey, ich hab den getroffen. So. So, der war immer schön. So, der war immer auch mal schön. Komm. So. Jetzt spürt ihr eure eigene Medizin, ihr Pisser. Drecksbanditen. So. Ey, jetzt geht's ab. Auf einmal jeder Schuss hat erst. Der ist übrigens echt durch den durchgegangen. Also Leute, der ist jetzt echt durch den durchgegangen. So, komm, Ellie geht es noch gut. Los, Leute. Da ist Ellie. Hallo Ellie. Wo sind die noch? Scheiße, scheiße. Ah, das ist so ein blödes Einschuss-Sniper. Noch ein Bandit. Tja, also ich glaube, in dieser Schlacht hat Joel wirklich so viel Blut an die Hände bekommen, wie jeder normale Mensch. Niemand sein ganzes Leben. Oh, der will sie von hinten überfallen. Nee, nee, so einfach geht's nicht. So, mit mir als Quickscoper X358 habt ihr alle keine Chance. Da. Immerhin ist es ein. Immerhin sind die nach einem Schuss tot. Ist der tot? Bam. Scheiße, was scheiße? Der ist doch down. Ist doch gut. Wollte einfach nicht mal weiter vorlaufen. Oh! Ein! Oh, nein! Ein! Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Run. Ich kann die Aufmerksamkeit auf mich locken, aber. Was anderes kann ich auch nicht machen. Das ist ein fucking Panzer. Hallo Panzer, schau mich an, schau mich an. Ich kann die Leute gerne töten, damit habe ich gar kein Problem. Also, zumindest vom Spielen jetzt, nicht vom moralischen her, aber gegen den Panzer, sorry, da kann ich auch leider nichts ausrichten. Lauf doch! Ihr müsst gefälligst auch ein bisschen schnell laufen. So, weg den da. Scheiße, scheiße, es sieht. Hä? Du bist ja gestorben. Ist einfach, der ist vom Dach gefallen, oder was? Hallo, schau mich an. Ich bin im schönen, sicheren Haus. Oh nein, oh nein. Scheiße, Molly. Wer wirft hier Molly? Ich sehe gerade keine. Oh, Leute. Warte, warte. Da ist jemand, da ist jemand. Können wir den vielleicht töten irgendwie? Wartet! Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So, haben wir ihn. Sehr gut gemacht, würde ich mal sagen. Wir haben es geschafft und den Panzer ausgeschaltet. Oh, das war heftig. Na, Henry? Alles okay, wie sieht's Sam? Aus? Ja, bin okay. Danke, okay. Nee, nee, kein Problem. Nee. Nur zur Androhung. Ich könnte es, ich könnte es. Okay. Geschafft. Okay. Das Schlimmste ist überstanden, würde ich sagen. Und kann ich jetzt eigentlich von dem Ding weg? Nee. Sam! Scheiße. Henry. Scheiße. Sam, alles okay? Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Das war jetzt aber haarscharf. So. Da dachten wir, der Kampf ist geschlagen. Doch, es ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen hier eindeutig fliehen. Scheiße, die sind. Die sind richtig schwer zum Erschießen. Jetzt sind sie hier in einem Haus. So. Teil von denen, den man erwischt, aber keine Chance. Oh nein, jetzt kommt hier der richtige Horde. What the hell? Das sind zu viele. Da haben wir nicht die geringste Chance. Möchtest du das nicht mitnehmen? Leute, da kommt eine Horde. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Ist okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als...
Zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lass ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich!
Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Ellie? Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry? Ellie, bleib da. Henry? Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Es ist alles deine Schuld. Henry! Henry, nicht!